Hallo und herzlich willkommen hier am LS22. Wir kennen Kotzing. Ja, so sieht er aus, unser neuer oder neu gekauftes Fahrzeug. Also den LKW, den hatten wir ja schon immer mit drauf. Was wir nicht hatten, sind die Trailer, den ich jetzt hier hinten dran habe. Und zwar ist das vom Wobby, hat man ja den Glas schon am Montag uns gekauft. Das ist vom Wobby, ist Krampe-Pack. Ja, gehen 105.000 Liter rein. Den will ich einsetzen eigentlich. Steht ja da oben Goldmaster Sand 1, Sand 2, dass der gereinigte Gieß voll ist. Naja, das müssen wir auslagern und ich sag mal, ja, wir brauchen ein bisschen Kapazität. Ne? Das ist ja so, dass wir da ein bisschen über der Karte fahren können. Ne? Das Krampe-Pack, das hat ja auch schon immer Jürgen und Feld 20 abgeschlossen. Nicht schlecht. Jürgen und Rolf auf der Obertal oder jetzt auf der Altkirch im Elsass, das ist glaube ich auch mit drauf, möchte ich meinen. Ne? Im Multiplayer auch verwendet. Also, meine, es ist schon nicht schlecht. Meine, das sollten wir vielleicht auch hier für unseren Zuckerrohrernter, wo wir auch 100.000 reingehen, in Europa, da, sowas hier als Abfahrer, vielleicht ganz verkehrt. Aber der soll eigentlich eingesetzt werden da oben, ja, um das Zeug hier ein bisschen wegzufahren. Mal gucken, ob wir dann in der Halle einen Parkplatz finden. Muss man alles sehen, ne? Wir schicken ihn erstmal hier hoch zum Ölfeld, denn, weil unser Geld wird zwar immer weniger, wir brauchen eigentlich immer mehr Geld, ne? Nicht weniger, sondern eigentlich immer mehr, denn wenn wir hier solche Wahnsinns Investitionen auch noch tätigen wollen, ne? Da müssen wir mal schauen. Beziehungsweise müssten wir da oben auch mal an den Ölfeld natürlich auch noch die Gerätschaften einfahren. Wir könnten ihn noch nicht mal so abholen, ne? Das würde erstmal gar nicht gehen. Ne? Gut, schicken wir ihn erstmal hin und dann sehen wir mal, was draus wird. Ne? So, die Folge ist natürlich jetzt hier so fast nahtlos zur Montagsfolge. Ey, was ist, wie kommt der Glas? Wie kommt der Glas hier rein? Der war ausgeschaltet. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Also der Glas stand eigentlich hier und wir hatten Ballen abgeladen. Wir hatten den umgekachelt, oder? Den musste einer gnadenlos fortgeschoben haben. Unklar. Warst du's? Die tun immer, also das wüssten sie aber nichts hier, Mann. Gut, er steht auch noch hier rum. Sollten wir den auch mal vielleicht auf seinen Parkplatz schicken? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier brauche zu machen. Doch. Wir schicken den zu PSM. Dort ist doch hier irgendwas voll von den Flaschen oder von den Behältern, ne? PMS schickt man, nicht PSM. Ne, war jetzt beides falsch. Moment, Hafen. Hafen, PMS, so rum. Abholung, Produktion, ne? Genau. Da schickt man mal hin. So, wer ist fertig? Achso, der Dino war fertig. Das hat man auch gesehen, ne? Genau, der Dino war fertig. Dann nehmen wir den mal und setzen den mal dort vorne hin um. Ja, die Grasfelder hier rings, hier Wiese 1 bis 4, das sind natürlich alle auch so, dass sie geerntet werden könnten. Wir müssen auch noch Kaffee ernten. Ne? Das ist, und wir haben es jetzt auch schon 13.55 Uhr hier. Den ersten Oktobertag einfach nur irgendwo rumgeprödelt. Ne? Und das mit den Produktionen immer noch nicht so richtig in den Griff bekommen. Ne? So, hier, nächstes Feld. 39 wird das Ganze hier. 39. Ja, Kurs raus. Wir brauchen einen neuen Kurs. Hier ein Stück zurück. Erster Wegpunkt. Übergabe. Da kannst du hier weitermachen. Achso, das andere ist alles. Hat sich erledigt gerade alles. Okay. Wir müssen auch noch zwingend. Wo macht man jetzt weiter? Verschreckt. Hier steht irgendwas. Hier ist irgendein Stau, würde ich sagen. Kann ich nicht hinspringen? Warum das wieder nicht? Achso, falsches Menü. Das scheint ja auch schon länger zu stehen. Ob der den Baum geküsst hat, weiß ich auch nicht.
Weil der fährt ja eigentlich nicht das erste Mal lang. Wo es natürlich auch noch steht, wenn ich die Pantera sehe, hier vorne wird es stehen. Ne? Europa ist natürlich angekommen. Achso, ist bloß der Abfahrer dahinter. Okay. So, stellen wir den Europa hin. Haben wir überhaupt noch was für den Europa zum Ernten? Dieses Ingehen? Ja. Nee, glaube ich nicht. Ne? Wir haben hier angepflanzt Senfkörner und Tamaraps. Ne, wir haben keine Kartoffeln. 46 Sorten, also, die haben wir nicht. Kartoffeln und Zuckerrüben haben wir nicht aktuell. Dann können wir auch wegpacken. Ist natürlich die Frage, Schneidwerk einfach noch vor oder müssten wir auch mal Schneidwerkslager noch irgendwo hinstellen? Naja, das ist eben die Frage, wohin. Ne? Wir packen es einfach erstmal hier davor. Das ist mal eine gute Idee. Für einen Moment. Für einen Moment ist das erstmal eine gute Idee, ja. Borden Fire ist der Kakao wieder leer, ne? Ist klar. Denn Borden Fire ist ja. Genau. Wir hatten doch die zweite Kakaoplantage gebaut. Hat man das nicht gemacht? Komposter? Ach ja, weil sie ist ja. Der Punkt ist das ja. War das nicht auch verteilen? Müssen wir natürlich verteilen, Holger. Denn es bringt uns die zweite Plantage nicht viel. Aber wir müssen gucken, nicht, dass wir sie in die alte Produktion, in die, welche ist denn das? Die Extended, ne, oder? War es jetzt noch, war es jetzt 14 Uhr? Na, klasse. Aber jetzt sind die Extended hier, die wir eigentlich nicht mehr haben wollen, schon dahin verteilt. Ach, wie heißt denn das Ding da oben? Schokolade wollen wir eigentlich hier nicht mehr produzieren. Es ist auch kein Kokos angekommen, weil die soll eigentlich bloß noch leer laufen hier. Achso, wir haben ja schon alles deaktiviert. Okay. War ja mal richtig clever. Aber Packung ist noch off. Ist noch auf Stufe 1 hier, müssen wir auch deaktivieren. Na gut, die 12 kW, das ist egal. Milch, wollen wir ja bloß noch die Milch verarbeiten eigentlich, ne? Ja, wollen wir ja auch nicht mehr machen. Gut. So, und was ist jetzt mit Borden Dryer passiert? Das ist jetzt verschreckt, ist aus der. Ich sehe es nicht mehr. Doch, doch, hier 17 Stunden reicht jetzt der Kakao. Mal gucken, ob genug produziert wird. Genau, und Palette steht dort oben wieder drin. Das hatte ich ja auch schon am Montag erzählt, dass es neue Palettenproduktionen gibt. Ich habe sie mir immer noch nicht angeguckt. Ne? Das ist hier nur Stress hier. Erstmal hier noch. Wir brauchen Nägel, die sind auch voll, die werden wir auslagern. Die Nägel werden theoretisch, werden die doch auch verteilt, oder? Nägel, 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 Nägel werden verteilt. Okay, wir haben eigentlich relativ viele Nägel übrig. So, gucken wir mal, was wir da hier auslagern können, was ich schaffe, noch aufzuladen. Dass mir weiter auslagert, ja.
Oh, kriege ich überhaupt 100 Paletten weg? Nee, hä? Das war jetzt so Blödsinn. Oder macht er noch eine Schicht drauf? Oh ne, ja, ist noch nicht fertig. Zack. Wäre natürlich schön, wenn noch eine Schicht drauf geht, ne? Macht's. Dann müsste ich auch alle wegkriegen, hoffe ich mal. Genau. Dann 2, 4, 6, 8, 10 Paletten. 10, ja. Das ist eine komische Summe. Ja, ich verzähle. 2, 4, 6, 8, 10. Gucken wir mal, ob wir da drüben noch ein paar Nägel finden, die da verklingelt. Weil, wie gesagt, die stehen auf Verteilen und laufen voll. Eine klar, kann man Produktion abschalten, aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich weiß auch nicht, wo wir die jetzt bekommen, die Nägel, 10 Paletten. Also hier werden welche da sein. Es würde mich jetzt ganz stark wundern, wenn hier keine Nägel drin sind. Aber ich bin gefangen. Das gibt's doch nicht. Ach, das ist der hinten mit dem Öl, ne? Der hat's aber alles abgegeben schon. Da wollten wir doch auch was verkaufen. Feld 14 hat auch schon 70%, schön. So, Nägel haben wir drin, 238 Paletten, das siehst du schon. Ja. Nehmen wir mal noch 10 Paletten hinzu. Wo kommen sie raus? Weil ich weiß nicht, was die zweite Ausgabe ist. Was dort rauskommen soll dann. Aber er fährt ganz schön behäbig, ne? Ach so, da kriegt man 110.000 drauf. Okay. Aber wie geht das durch 3? So rum. 99 und 9. Es geht durch 3. So, hier einmal Sicherheitsbock rum. So, dann gucken wir mal, wo wir die verkaufen können, die Nägel. Müssen wir bloß was finden, ne? Ich denke mal, unten bei den Produkten der Stahlindustrie, das ist noch Premium. Öle. Ja, Rosmarinöl könnte man ja relativ viel haben, ne? Ne, das ist hier, hier stehen die Nägel. Ne? Zum Home Depot müssen wir damit. War 500 pro 1000, 554. Besser wie nichts, ne? Natürlich quer auf der Karte, ne? Wo war denn das jetzt hier mit dem Verkauf? Da oben. Home Depot. Wirst du eben total überfahren hier, ne? So, wo haben wir jetzt hier viel an Öl drin? Oder Seife. 60 Paletten. Lavendel, Seife. Seht da ja leider nicht alles, ne? Wir machen mal Folgendes. Also ich habe doch schon öfters Seife und Kerzen hierher gebracht, ne?
Wir kriegen mindestens 45 Paletten drauf, würde ich sagen. Mindestens. So, Autoload ist an. Lavendelseife haben wir ja viel drin. Man sieht das eben nicht richtig. Zucker. Sojaöl. Sojaöl haben wir 94.000 Liter drin. Dann nehmen wir hier schon mal 45 Paletten. Ich glaube 45 kriegt man drauf. Ne? Verladen wir schon mal 45 Paletten die. Ach, da kriegt man mehr weg. Ölpaletten kriegt man mehr weg. Da kriegen wir 75 weg. Da können wir noch 30 hinzutun. Gut, er lädt noch, ne? Ich hab's doch jetzt hier. Hatte ich nicht jetzt hier das Sojaöl abnehmen sehen? Ne, der muss fertig sein. Hier. 45, also 30 Paletten müssten wir noch laden können. 75 gehen da meines Erachtens drauf. Hat mir nicht die eine Palette irgendwie irgendwo noch mal eine oben drauf getan, ne? So als letztes Stück dann. Genau, 75 bricht er hier weg. So, gucken wir mal, wo wir das hinschicken können. Müssen es erstmal finden, ne? Das ist jetzt noch ein bisschen ist. Aber Öl stand doch hier alles zusammen. Das hatte ich doch das nicht hier oben irgendwo gelesen. Hier genau. Öl. Sojaöl. Ja, gibt Kohle dann, ne? Farmers Markt, okay. Oh, da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht die Abfahrer blockieren. Achso, Farmers Markt, so hier ums Eck. Ich werde selber hinfahren. Aber das merkt man schon hier auf Paletten, ne? Obwohl ich im Single spiele, ja. Das würde jetzt ruckeln im Multiplayer, Wahnsinn. Müssen wir überhaupt mal gucken bei unserer Maismission, wie das aussieht, wie weit wir da schon fortgeschritten sind. Denn ich glaube schon mal gelesen zu haben, dass wir relativ viel schon abgegeben haben. Ne? Wir müssen auf den Palettenträger hier drüben hin, ne? Oder? Das ist Farmers Markt, ja doch. So, wird erstmal angenommen, ist schon mal gut. Also 11.000. Schick, schick. So, wir schicken ihn mal hier zur Bober Logistik zurück. Abholung 1, glaube ich. Ne? Weil... Wo wollte ich ihn jetzt hin?
zur Arbeit beendet. Das wollte ich gucken, wer das ist. Ach so, klar, unser Flug, ne? Und tauschen wir nochmal 700.000 von Trecker ausgeben. Ne, den lassen wir erstmal dran, ja, nach den Deutz. Den schickt man erstmal zum Hof. Und Umpflege, ne? Willkommen in Ihrem Deutz. Und wir schließen erstmal hier die Mission ab. Bei der anderen können wir mal gucken. Hier Feld 20 abschließen. 183.000 kassieren. Gut. Oh, hier ist 19 Flügen hinzugekommen. Nehmen wir an. Ja, kannst du gleich nochmal. Was hier, wenn dein Diesel ist noch gut, ne? Verschlissen ist dein Flug auch noch nicht so sehr, kannst du auf 19 hinfahren. Das ist eine scheiß Idee, aber mach mal. So, wir müssten doch, glaube ich, jetzt noch die Pantera in der Werkstatt stehen haben, ne? Die wir noch wegräumen sollten. Noch Diesel rein. Den Kaffee müssen wir auch selber ernten, ne? Das geht mit CP nicht, das ist so mein größtes Übel, ne? Aber das werden wir schon hinkriegen. Das müssen wir uns den Kaffee anderen noch kaufen, aber das werden wir heute nicht mehr schaffen. Ich denke mal, das müssen wir uns fest für einen Freitag vornehmen. Ach, die Kollegen sind ja auch alle angekommen hier. Die haben Ballensammler. Die Ballenpresse steht oben, das ist erstmal nicht so schlimm. Ja, Pantera erstmal wegräumen. Der Wilden, da läuft entladen. Ja, ach, wir müssen mal was gucken. Ach so, das ist er ja. Ui, wir haben wohl die Mission schon abgeschlossen. Nee. Die ich will erntereif will ich sehen. Na komm. Ah ja, es ist noch einiges zu dreschen. Aber wir wollten gucken, wie viel wir noch abgeben müssen. Dann ist es mal einen schon umstellen auf Hof. Ernten, nee, das ist 80%. Wir müssen noch abgeben. Obwohl 169.000 fehlen nur noch, ne? Müssen wir mal gucken. Lassen wir hier. Ah ne, das sind ja unsere Sonnenblumen. Holger. So ein Quatsch. Klar, der wird irgendwann fertig werden, der Drescher. Moment. Sonnenblumen machen wir hier drüben. Der hat bloß noch die Bahn. Und ein Stückchen. Das ist okay. Ne? Aber das ist ja eher hier. Aber trotzdem können wir hier schon mal einen von den Abfahrern umstellen. Dass der zum Hof fährt, ne? Und nicht mehr zum Farmerswagen. Ja, lieber das Farmer aus dem Hof, paar Liter hin noch, ne? Silo Hof Anlieferung. So, Feld 19 ist einer angekommen. Wo sind die 19?
War die nicht hier unten mit? Sechsundzwanzig, achtzehn. Ach, hier unten ist 19. Ganz hier unten. Da haben wir noch nie bearbeitet, das Feld, oder? Ich weiß. Willkommen in Ihrem Beutz. Kein Kurs. Jetzt schon. Erster Rückpunkt. Dann kann es hier los. So, und er ist natürlich angekommen hier, ne? Gucken wir mal, dass wir die Teile hier rauskriegen aus den Bedürfnissen. Oh, wir müssten ja auch Goldflakes abholen, ne? Das hier müsste doch sein, oder? Ein paar Mal hoch zum Ölfeld hier, Meister. Orte. Ölfeld. Ich meine, es dauert natürlich auch bis 100.000 Liter verladen sind. Das ist die andere Seite, ne? Kriegen kein Abladesymbol und nicht weit noch drin. War schon schrecklich. Anhänger kaputt, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel gereinigter Kies in die ins Bauwerk reingehen würde. Wie viel würden da reingehen? Halt, da war es doch, oder? Ich habe mich jetzt geguckt. Ja, Concrete Factory. Gereinigter Kies. Ach du Schande, das ist ja voll. Das ist ja voll. Das ist ja gereinigter Kies, ist ja immer mit normalen Kies-Mix-Gruppe, ne? Ich weiß jetzt nicht, können wir den gereinigten Kies auch irgendwo verkaufen? Das ist zwar jetzt so ehrlich, was ich hier mache. Ne? Wir müssen erstmal ja noch drüber unter den B-Ladepunkt fahren. Gut, so kriegen wir den irgendwo los. Wo finde ich den jetzt? Bestimmt bei den Schüttgütern, oder? Calcium.
sehe es nicht. Ach hier, wir rein nicht. Dies. Ui, kein Standard. Na toll. Was mache ich mit dem Zeug? Gut, muss ich mir vielleicht was überlegen. Können wir uns vielleicht in der nächsten Folge angucken oder danach denken. Ich gehe jetzt erstmal rum, die Folge. Ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und tschüss.